Dominus vobiscum. Liber generationis Jesu Christi, Filii David, Filii Abraham. Wer von euch kennt dieses Buch wirklich? Es ist die Bibel, unsere Bibel. In diesem Buch spricht Gott mit uns. Aber wer kann das verstehen, was er sagt? Von heute an will ich euch das Neue Testament vorlesen. Und zwar auf Deutsch, in unserer Sprache. Ich beginne mit dem Matthäus-Evangelium. Ich lese es vor und erkläre euch, wie ich die Worte verstehe. Dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Was macht der? Abraham hat geboren den Isaak. Isaak hat geboren den Jakob. Euer Ehrenbürgermeister Reuscht, sei willkommen in unserer Stadt. Ist doch schön, dass du da bist. Meister Zwingli! Das ist gewaltig. Ich bin Konrad Grebel und das ist Felix Manz. Wir möchten unbedingt mit euch reden. Zwingli? Meine Herren. Was soll denn das denn jetzt? Ich hab doch klar gesagt. Du kannst doch hier nicht alles durcheinander bringen. Aber als Leutpriester musst du dich um Seelenheil der Leute kümmern. Zwingli! Der große Humanist. Vater. Ich bring dir die Grüße vom Bischof von Konstanz. Er muss sich doch an die festgelegten Textstellen halten. Und die Messe ist immer noch auf Lateinisch. Wie viele Jahrzehnte brauchst du, um uns die ganze Bibel zu erklären? Unserem Herrgott passiert's nicht. Und du? Fang mir einfach nicht an, hier herumzufuhrwerken wie der Luther. Ja. Was ist Gott? Was Gott ist, wissen wir genauso wenig, wie ein Käfer weiß, was ein Mensch ist. Aber das wahre Gesicht von Gott, das sehen wir in den Gesichtern der Armen und der Ausgestoßenen. Nehmt ihr noch neue Schüler auf? Gerold wird sich sicher sehr freuen. Ich mich auch. Es war eine düstere Zeit, geprägt von religiösem Fanatismus und Gewalt. Höchste Zeit für eine Reformation der Kirche und der Gesellschaft. Es war seine Zeit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Denn die Wahrheit hat ein fröhliches Gesicht. Santa Maria, Mater Dei. Es gibt kein Fegefeuer. Wer seid ihr? Von heute an will ich euch das Neue Testament vorlesen. Und zwar auf Deutsch. Fang mir einfach nicht an, herumzufuhrwerken wie der Luther. Wir brauchen niemanden, der sich zwischen Gott und uns Menschen stellt. Das ist Blasphemie. Das Evangelium hat geschlummert wie ein Siebenschläfer. Aber jetzt wecken wir es auf. Jeder Mensch muss frei sein. Du täuschst dich in dem Menschen, Zwingli. Die Menschen sind schwach. Sie brauchen die klare Führung durch die Kirche. Es funktioniert nicht. Wir wollen verstehen, was in der Bibel steht. So mach doch um Gottes Willen etwas Tapferes.
müssen keine Angst haben. Das hast du doch selbst gesagt. Zwingli. Ab 31. Oktober im Kino.